Moin Leute, was geht? Für alle, die das Video am 24.12. schauen, den wünsche ich natürlich frohe Weihnachten. Ansonsten soll es natürlich heute um den neuen Turkmenen gehen. Dort haben wir nämlich wie beim Mustang und beim Foxtrotter neue Farbvarianten bekommen. Videos zu Mustang und Foxtrotter findet ihr oben in der Infokarte. Ansonsten mein Instagram-Account und meine PSN-Community findet ihr in der Videobeschreibung. Aber fangen wir einfach mit dem wesentlichen Thema an, nämlich der neue Turkmene. Diesen haben wir nämlich auch mit den Weihnachts- bzw. Winter-Update erhalten. Dort gibt es natürlich schöne Varianten für 1000 Dollar und dann gibt es natürlich eine 40 Gold-Variante. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben dafür, dass er nur schwarz ist. Ich persönlich finde den Fuchs eigentlich so mit am besten, sieht meiner Meinung nach am besten aus. Natürlich hat jeder einen anderen Geschmack. Und ich persönlich habe mich auch natürlich für den Fuchs entschieden, einfach weil der richtig nice aussieht. Ansonsten will ich noch kurz loswerden, dass es halt wirklich Zeit wird, dass wir weitere Stellplätze bekommen. Weil 10 Pferde ist schön und gut, aber bei der ganzen Auswahl, da brauchen wir doch schon ein bisschen mehr Platz. Also da müsste auch ein bisschen was kommen, finde ich. Ansonsten wertetechnisch sieht der Turkmene natürlich wie immer top aus. Dort hat sich wirklich nichts verändert, Leben komplett gefüllt, Ausdauer 75%, Geschwindigkeit 9 von 10, mit Narco Dodges Sattel natürlich drauf. Also da ist er wirklich 1 zu 1 gleich, wie auch der ursprüngliche Turkmene und kostet auch wirklich nur 50 Dollar mehr. Kann man sich nicht wirklich beschweren. Aber was das Verhalten angeht, dort wurde der deutlich verbessert als der andere Turkmene. Denn die neuen Farbvarianten haben ein deutlich besseres Verhalten. Natürlich nicht so gut wie beispielsweise Andalusia oder Ardenna. Und nach einiger Zeit wird euch der Turkmene auch runterschmeißen, wenn ihr diesen nicht beruhigt oder das Raubtier nicht tötet. Ist deutlich besser als wie das Verhalten vom früheren Turkmene. Denn dort, der hat ja komplett am Rad gedreht, wenn man den wirklich beruhigt hat. Da hat er euch wirklich in kürzester Zeit abgeschmissen. Das ist jetzt bei den neuen Varianten nicht so. Und optisch, muss ich persönlich sagen, sehen die neuen Varianten natürlich auch deutlich besser aus. Vor allem der Fuchs ist mein persönlicher Favorit. Ansonsten finde ich, geht der goldene Turkmene auch immer noch. Wobei ich sagen muss, dass das Verhalten dort leicht unterschiedlich ist. Und beim neuen Turkmene halt um einiges besser. Ansonsten tut sich da beim neuen Turkmene eigentlich so gut wie gar nichts. Denn dieser ist halt wirklich 1 zu 1 das gleiche, nur mit ein bisschen besseren Verhalten und ein bisschen mehr optischen Möglichkeiten, was jetzt die Fellfarben angeht. Wie gesagt, Geschwindigkeit ist genau wie beim Vorgänger-Turkmenen auch identisch. Wie gesagt, 9 von 10 Punkten in der Geschwindigkeit mit dem Narco Dodges Sattel. Und ich persönlich kann mich über dieses Pferd überhaupt nicht beschweren, abgesehen davon, dass wirklich der schwarze Turkmene einfach mal 40 Gold kostet, finde ich leicht dezent übertrieben. Wieso Roxanne nicht sagt, okay, 20 Gold oder meinetwegen auch 25 Gold oder irgendwie sowas, finde ich den Preis halt wirklich sehr, sehr übertrieben. Weil 40 Gold ist schon eine Hausnummer. Normalerweise kosten ja die Pferde immer, wenn sie Gold kosten, 18 Gold, 20 Gold, aber auch nicht wirklich mehr. Finde ich halt wirklich leicht dezent übertrieben. Aber das Schöne ist ja, dass beispielsweise der Fuchs meiner Meinung nach die bessere Variante ist, die schönere. Und diese nur 1000 Dollar kostet, von daher ist das meiner Meinung nach noch in Ordnung. Ansonsten alle, die ein Pferd haben wollen, was volles Leben hat, recht groß ist, aber nicht zu groß, halt ein richtig optisch schönes Pferd haben wollen, mit vollem Leben, guten Verhalten, der ist mit den Turkmenen wirklich gut beraten, zumindest mit den neuen. Und das Schöne ist auch dort gibt es keine Rangfreischaltung. Das heißt, man kann dieses Pferd auch ab Level 0 oder Level 1 halt gleich direkt kaufen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ansonsten soll es das im Großen und Ganzen mit diesem Video gewesen sein. Ich wollte euch den neuen Turkmenen einfach mal vorstellen. Ich persönlich bin wirklich überzeugt von diesem Pferd. Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, soll es das mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und ciao.